Ja, guten Tag von der Village 2023. Wir sind das Whiskyfessler, hier ist der Michael Gradl und hier haben wir die Whiskys für die Messe. Wir haben einmal Kavalan Portfass, ein Einzelfass, das ist speziell für diese asiatische Abteilung gedacht. Wir haben ja dieses Jahr als Thema Asien. Dann haben wir einen Filet Bay im PX-Fass, was eine Franconian Village Edition ist. Ja, richtig viel Sherry, ein richtiger Bomber. Für die leichteren Leute haben wir Nomad mit dabei. Nomad ist ein Outland Whisky, geboren in Schottland und aufgewachsen in Spanien. Und dann haben wir schon im Hinblick auf das nächste Jahr wieder unsere The Single Malt Whiskys da. Die konnten dieses Jahr leider nicht. Warum? Es ist keine Ware da, es ist alles knapp. Und die haben gesagt, bevor sie was Schlechtes liefern, liefern sie lieber gar nichts. Somit haben wir noch ein paar Reste meiner Frau aktiviert heute zum Probieren im Hinblick auf das, was uns nächstes Jahr erwartet. Den letzten Stand, den wir haben, ist hier unser italienischer Stand. Jetzt wird jeder sagen, was hat jetzt der Gradl mit dem italienischen Whisky zu tun? Auch das wird nächstes Jahr ein großes Thema werden. Jacopo Poli kommt morgen auch hier auf die Messe live, wird bei uns beim Masterclass dabei sein und ja, schon ein bisschen teasern, das wird unser Messe-Whisky für 2024 werden. Ja, somit meine ich, haben wir ein schönes Portfolio von Schottland über England, über Schottland und Spanien und Italien. So, ja, freuen wir uns auf unsere Kunden. Um 16.30 Uhr geht's los, so langsam. Und dann schauen wir mal, was uns heute erwartet.